genauer gesagt im Showcase Event Center. Eher wieder die klassische Ausführung mit den Trägern über der Schulter. Eric Guerrero ist übrigens die derzeitige Nummer 1 der US-Rangliste. Und der kommt hier zur ersten Zweierwertung. Gut gemacht, den Gegner zu Boden gerissen und von hinten kontrolliert. Und jetzt die Möglichkeit, ihn nochmal zu drehen, um zu einer weiteren Zweierwertung zu kommen. Also eine Bein gut festgelegt, gut fixiert. Aber Elkin verteidigt sich natürlich, indem er sich lang macht, breit macht und so dem Durchroller entgehen kann. Das hier war die Aktion, dieses Runterreißen von Guerrero und dann die Kontrolle von hinten, die ihm die Zweierwertung eingebracht hat. Also guter Start für die Nummer 1 der US-Rangliste, den Kämpfer in Rot. In diesem Fall der Mann für die Ostküste, der jetzt weiter gepunktet hat. Und das müsste eine weitere Zweierwertung sein, jawohl. Wieder den Gegner zu Boden gerissen und von hinten fixiert, kontrolliert. Läuft gut für die US Nummer 1. Das war die Aktion, die ihm zu Anfangs 2 Punkte einbrachte. Also, gute erste Hälfte der ersten Runde für Guerrero zurzeit. Jetzt aber vielleicht die Möglichkeit von Elkin, da wenn er nach hinten an seinen Gegner kommt, aber das hat er nicht geschafft. Gut verteidigt hat sich Guerrero, der hat sich da der möglichen Umklammerung von hinten entzogen, indem er in den Stand gewechselt hat und deshalb keine Wertung für Elkin, der weiterhin auf seinen ersten Punkt wartet, hier in der Klasse bis 60 Kilogramm. Ist schon eine Menge Dampf drin hier in diesem olympischen Ringen. Die USA hat sich das, der Verband der USA hat sich zum Ziel gesetzt, Ringen, diese traditionelle Sportart, die es ja wirklich schon seit der Antike gibt, ein bisschen fernsehgerechter aufzuarbeiten und wir wollen sehen, wie das heute gelingt. Ah, Elkin arbeitet sich vor und das ist die Zweierwertung für ihn jetzt. Hat er sich gerobbt, rangerobbt an den Gegner, das Bein fixiert, festgehalten, den Gegner nach und nach Zentimeter um Zentimeter nach unten geknechtet und dann in diese Position gebracht. Die Kontrolle von hinten. Und das ist die Zweierwertung. Vielleicht, naja, das reicht bei den Griffen an der Haut des Gegners an. Gleich wieder Guerrero im Angriff, der sich seinen alten Vorsprung wiederholen will. Hat das Bein geklammert und versucht jetzt von hinten an den Gegner ranzukommen. Der verteidigt sich mit Mann und Maus, aber jetzt dürfte es die Zweierwertung sein für Guerrero. Jawohl, wieder den Gegner zu Boden gerissen und wieder die Kontrolle von hinten. Das sind die Techniken, die man zumeist beim Freistilringen sieht, die erfolgreichsten Dinge, den Gegner mit einer Beinaktion, einem Angriff auf die Beine zu Boden zu zwingen, ihn runterzureißen, um ihn dann von hinten zu kontrollieren. Hier sieht das noch ganz gut aus für Elkin, der sich da versucht, den Gegner vom Leibe zu halten, aber jetzt schafft es Guerrero, da von hinten an Elkin ranzukommen. Und wie eben auch, geht man hier ein bisschen zu früh aus der Zeitlupe raus, sodass man den wesentlichen Teil dieser Technik gar nicht mehr gesehen hat. Also da müssen die Regisseure oder der Regisseur in den USA noch ein bisschen üben, vielleicht sich öfter mal einen Ringkampf angucken, um genau zu wissen, wann denn das Entscheidende der Technik kommt. Wegen Passivität die Ermahnung für Guerrero, der jetzt in die Bodenlage muss. Und dadurch kann Elkin natürlich als der Aktivere von oben versuchen,
Punkte gut zu machen. Das kann er, wenn er es schafft, Guerrero jetzt in der Bodenlage zu drehen, dann könnte er zu einer Zweierwertung kommen. Und wenn er ihn dann noch von hinten fixiert, könnte es noch einen weiteren Punkt geben. Fixiert das Bein oder versucht zumindest eines der Beine zu fixieren, aber Guerrero verteidigt sich da ganz geschickt. Und dann ist die Zeit abgelaufen für Elkin. Ein Angriffsversuch gestartet. Ohne Punktwertung geht es im Stand weiter in die gleich letzte Minute dieses Duells. Und Guerrero ist natürlich jetzt drauf aus, seinen Vorsprung von 4 Punkten zu verteidigen. Und wenn er den hält, dann hieße das, dass das Team der Ostküste mit 4:3 in Führung gehen würde. Aber so weit sind wir noch nicht. Noch 45 Sekunden auf der Uhr und noch die Chance für Elkin, zumindest eine Resultatsverbesserung zu erzielen. Hier zählt ja jeder Punkt. Aber jetzt hat Guerrero nochmal die Chance, zu einer Wertung zu kommen, wenn er die Kontrolle von hinten erreicht. Ja, jetzt sieht es gut aus, hat das Bein fixiert und dadurch kommt er zur Zweierwertung. 6 Punkte der Vorsprung jetzt für Eric Guerrero gegenüber Eric Elkin. Und wenn es so bleibt, dann würde das heißen, dass das Team der Ostküste, das Team Rot also, mit 6:3 in Führung gehen würde, nachdem ja das erste Duell an die Mannschaft in Schwarz von der Westküste ging. Und das war ein 3-Punkte Vorsprung. Jetzt 6 Punkte für das Team der Ostküste. Also wird es 6:3 stehen. Da ist das Duell zu Ende. Die Nummer 1 der US-Rangliste, Eric Guerrero, schlägt Eric Elkin und steuert 6 Punkte zum Sieg für seine Mannschaft dabei. Da haben sie auch vielleicht gerade